Hallöchen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Wartet kurz, ich stelle euch noch ein bisschen besser ein. So soll's passen. Also, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Heute ist Freitag bei uns und ich sitze jetzt noch im Büro. Ich habe jetzt nämlich gerade das Thumbnail fürs heutige Video fertiggestellt, das ihr natürlich schon am Freitag gesehen habt. Der Papa hat es ja schon fertig geschnitten und ich bin ja immer die Letzte, die das quasi nochmal bearbeitet. Ich lade es hoch, ich schreibe den Titel und macht das Thumbnail. Also das Thumbnail ist dieses Bild, was ihr seht bei einem YouTube-Video, was ihr dann anklickt. Ja, das habe ich gerade fertiggestellt. Die Family ist alle, also die sind jetzt alle im Garten, warten jetzt eigentlich nur mehr auf mich. Wir werden jetzt nämlich uns gleich auf die Socken machen. Wir haben jetzt schon ein bisschen später im Tag, es ist schon Nachmittag, also 15 Uhr. Und wir werden jetzt gleich losfahren, denn wir brauchen noch einige Sachen für unseren Urlaub. Wir brauchen so für die Luisa, die braucht ein paar Schuhe, so Sommerschüchchen. Also etwas für den Sand, aber auch so für, ja, Sommerschüchchen, so süße Schüchchen. Auch für den Schuh einfach. Wie heißen die? Schlapfen. Wie sagt man das noch? Mir fällt das Wort dazu nicht ein. Also so offene Schuhe einfach. Zum Reinschlüpfen. mir fällt das deutsche Wort dazu nicht ein. Ich würde in Österreich Schlapfen sagen. Also die Österreicher haben mich jetzt verstanden. Ja, heute haben wir uns bisher noch nicht gemeldet. Wir sind zeitlich nicht dazu gekommen. Wir haben nämlich das Video fertiggestellt, beziehungsweise der Papa. Ich hatte ein paar Telefontermine mit Interessenten fürs Business. Dann haben wir Bestellungen gemacht. Da stehen sogar noch ein paar, ja, Kartons rum, also bei uns stehen so immer Kartons rum. Hier ein Karton, da ein Karton. Hier habe ich Geschenke für, warte, ich zeig's euch gleich, Kartons zusammenschieben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir Kartons, ist schon wieder hier. Wir haben ein neues Karton für uns bestellt, für den Shop, denn ihr seht schon, die ganzen Flaschen hier wie Putzmittel, für die haben wir neue Kartons bestellen müssen, da sich die andere nicht ausgegangen ist, die wir davor hatten für Parfums. Und deswegen mussten wir so ein bisschen umdisponieren. Aber, was ich euch eigentlich auch zeigen wollte, das. Wir sind nämlich morgen auf einer Geburtstagsfeier vom Sohn meiner Tochter, der ein Jahr wird. What? Vom Sohn meiner Tochter? Nein, vom Sohn meiner Freundin. Also, der Sohn meiner Freundin wird eins. Und da haben wir diesen coolen Lamborghini gekauft gestern. Den kann man so schieben. Das ist voll cool. Und den müssen wir noch einpacken. Und für die Freundin habe ich, also für die Tochter der Freundin, die hatte nämlich auch Geburtstag, aber in der Zeit, wo wir Corona hatten, und für sie habe ich diese Frozen-Schminkpuppe gekauft. Die liebt nämlich die Elsa. Das muss ich auf jeden Fall noch einpacken. Aber bevor ich das mache, habe ich hier was anderes vor. Und zwar wollte ich euch beim letzten Mal schon zeigen, unseren neuen Buggy. Und den brauchen wir heute. Deswegen werden wir den jetzt gleich aufbauen. Weil wir fahren mit der gesamten Family einkaufen und da geht es sich im Auto nicht aus mit den Kinderwagen. Ich muss den Papa reinholen, weil ich kann das nicht alleine. Deswegen, one moment, please. So schaut der Buggy aus. Das war den, was wir letztes Mal hatten, der hatte da so ein Lederband, weißt du? Ah, stimmt, ja. Und da, diese Dinger waren auch aus Leder. Aber Lisa. Der ist auf jeden Fall auch vollkommen ausreichend und sehr cool. Das ist nur ein kleines Fach und dann hat man hier unten nochmal ein Fach. Also man hat den auf jeden Fall mega schnell zusammengeklickt. Was hat der nochmal gekostet? Ich glaube, der hat irgendwas um 180 oder 200 Euro gekostet. Auf jeden Fall werde ich ihn euch auch verlinken. Den habe ich von Amazon bestellt und... Ja. Was ist das da hier? Aua. Also gar nicht hochwertig. Aber ich glaube, davor müssen wir das wegmachen, oder? Nein, nein, warte kurz. Davor war das ja sicher. Nein, ich mach das. So ist der dann, oder? Das sieht ja massiv aus. Also, ich schaue wie Touristen aus. Das ist ein Touristen. Wieso? Luisa, ich kann dich nicht nehmen, Schatz. Sie will Hopi. Die Luisa hat mich doch geschnappt. Oh mein Gott. Jedes Mal, wenn wir rausgehen, die Luisa will einfach nur Hopi, Hopi, Hopi. Das ist einfach nicht mehr so leicht, wie es vor ein paar Jahren war. Das ganze Zeit schon. Ja. Fire.
mal, Luisa. Oh mein Gott. Die sind ja gut kaputt geworden. Ja. Was hast du denn? Patrick hat jetzt einen neuen Fable oder was? Hemden. Bunte Hemden. Bist du wie Charlie Sheen oder was? Unser Korb ist mittlerweile schon so groß. Für XS wird dir nie passen. Never ever. Okay, ja. Ich will es abnehmen. Mama, ich habe mich entschieden. Mama, ich habe mich entschieden. Schau dir den Patrick an. Papa. Warte nochmal. Patrick? Muss mich anschauen. Was sagst du? Wir sind auf Fettknöpfen. Ich glaube, das ist ein bisschen breit, oder? Aber das ist zu breit. Au! Das ist ja. Oder was? In einem afrikanischen Restaurant. Schaut dir so aus, der Print. Schaut euch das an. Drei Tüten. Was hast du jetzt ausgegeben? 180 Euro. Bruder, was los? Aber eigentlich... Ich hab Hunger. Ja, Luisa, gleich. Wir haben jetzt nur für die Kinder gekauft, oder? Und für mich eine Hose. Ich habe gar nichts gekauft. Ich habe für mich nur Schuhe gekauft. Zeigen wir euch aber danach zu Hause. Wir sind jetzt unterwegs. Und danach, wenn wir zu Hause sind, zeigen wir euch, was wir geschafft haben. Die ganze Family. Hey, was hast du denn da? Ich habe mir auch ein bisschen Sushi genommen. Cool aus, gell? Was ist das drauf? Kaviar. Magst du eins probieren? Ja, aber magst du auch Pommes? Unser Essen, welches frisch zubereitet wurde, ist schon da. Das ist meins. Das ist Papas. Was hast du denn da? Was ist das? Das ist so schwarze Muscheln. Weiß nicht, was das ist. Muscheln? Ich meine, Pilze meinst du, Pilze, glaube ich, ja. Oder? Fisch. Und Patrick, seins, wie schmeckt deins, Patrick? Philipp. Der wird brav gegessen. Definitiv. Ist noch. Also der Typ, ich esse mit den Fingern, gell? Wir haben jetzt noch was Süßes geholt. Schaut mal, richtig tolle Auswahl haben wir hier. Welche magst du? Welchen Kuchen magst du? Den da. Was da? Und auch Melone. Ich finde es cool, dass die das so dünn geschnitten haben. Magst du da beißen? Hey meine Lieben, wir haben jetzt mittlerweile schon den nächsten Tag. Wir haben es gestern nicht mehr geschafft, weiter zu vloggen, weil wir so müde waren. Gleich. Und deswegen habe ich gedacht, ich filme heute weiter und zeige euch. Will ich ein bisschen Kinderlieder hören. Auf jeden Fall, da ist der Papa. Und ihr seht, falls der Philipp da herumdrückt. Auf jeden Fall, gestern zu müde, haben nicht geschafft, wir haben nach den Chinesen waren wir K.O., wir waren ja, so müde, Philipp. Extrem. Und danach sind wir nach Hause gefahren, ja, Hundegasse ein bisschen ferngeschaut und das war es eigentlich schon. Und, ja, auf jeden Fall. Wir sind alt. Ja. Nein, ja, Philipp sagt es. Tschüss. Tschüss. Auf jeden Fall werden wir euch jetzt gleich zeigen, welche, oder ich zeige euch gleich, was wir eingekauft haben, Philipp. Der Papa fährt jetzt kurz los, da geht jetzt nämlich Blut spenden. Ich muss mich aber beeilen, weil wir haben bis 12 Uhr offen. Und jetzt sind überall Fingerabdrücke. Ja. Ja, dann geh mal schnell. Ja. Wir gehen heute noch auf den Geburtstag. Also, tschüss. Tschüss, bis nächstes Mal. Ich probiere euch jetzt die Klamotten vom Primark zu zeigen, während Philipp und Luisa mir helfen. Die Luisa sagt, sie will mir nämlich unbedingt helfen. Also Luisa, zeigen wir die Klamotten her. Gibst du mir? Okay, was gibst du mir als erstes? Was sollen wir als erstes zeigen? Was denn? Die Mickey Maus. Also, die Luisa hat sich so ein ganz süßes Mickey Maus T-Shirt ausgesucht. Komm mal her. Da gehe ich auch so mit dem Kindergarten. Für den Kindergarten dann? Ja. Du liebst Mickey Maus, gell? Ja, ich liebe Mickey Maus und ich habe auch einen Blubber Mickey Maus. Stimmt. Da. Auf jeden Fall, die Luisa trägt 116, das ist 5 bis 6 Jahre circa. Papa hat ein paar T-Shirts größer gekauft, weil beim Primark sind die manchmal ein bisschen kleiner. Wie wär's, wenn du hier siehst, ha? Ha, hast du Lust? Warte, ich zeig mal das von Philipp, okay? Philipp, schau mal. Das haben wir für den Philipp mitgenommen, oder? Den Philipp habe ich so ein Dreierset Peppa Pig T-Shirts. Peppa Pig, sag ich, Shorts. Was ist das? Warte kurz, jetzt kommt gleich der Lara.
Da sind ursüße T-Shirts dabei und die Größe ist Gesundheit. Größe ist 92, auf jeden Fall. Eineinhalb bis zwei Jahren steht drauf. Sie schauen eigentlich ja recht groß aus, aber zwischen den anderen kleineren Größe, nein, das ist für draußen am Meer und so. Das haben wir für die Lara mitgenommen. Das hat sich die Lara ausgesucht. Das ist so ein gelbes T-Shirt mit Blumen. Die Lara schlaft. Also sie ist exposed. Ist Ferien, da darf man. Darf ich das nicht herlegen? Das gehört dir, weil das kann man ja runternehmen. Magst du das haben? Diese 3er-T-Shirts haben übrigens anstatt 13 Euro nur 7 Euro gekostet. Bitteschön, das wolltest du haben. Dann hat sich die Lara dieses Set hier ausgesucht. Das ist ein Zweiteiler. Dabei ist eine kurze Hose, so eine Radlerhose in so, wie heißt denn das, Batik-Muster. Und da vorne, also da vorne, und dabei ist noch so ein T-Shirt mit so einer Palme. Auf jeden Fall richtig cool aus, also ein bisschen, nicht bauchfrei, aber so halt kurzes Shirt. Schaut auf jeden Fall richtig cool aus. Die Lara hat sich das mitgenommen, um für die Fahrt oder zum Strand was Gemütliches. Dann ein gelbes T-Shirt nochmal für die Lara mit Blümchen. Ein Ballerina. Ein Ballerina? Ah ja, stimmt, das ist deins. Ja, also, da ist noch ein T-Shirt für die Luisa. Der Philipp ist ganz vorne dabei. Philipp. Auf jeden Fall, die Luisa hat dieses T-Shirt sich ausgesucht mit der süßen Ballerina. Dann hat sich die Lara diese coole Hose ausgesucht für den Urlaub, für den Sommer. Auf jeden Fall eine richtig, ja, so eine gemütliche Hose, aber auch schick. Und unten hat sie so einen Gummizug, das heißt, dass sie ist jetzt, wie soll ich sagen, sie liegt so ein bisschen puffig und die war auch vergünstigt von 7 auf 4 Euro. Richtig süß hat sie auswendig. Dann hat sich die Lara noch so ein Zweier-Set ausgesucht. Hat sich gedacht, so für die Hinfahrt zum Urlaub oder auch so zum am Abend herumspazieren. Ich finde, es schaut eigentlich ganz süß aus für alles. Auf jeden Fall ist das ein Set aus Shirt mit Blümchen und Hose, wieder ein Blümchen. Dann hat sich die Lara noch so eine Hose mitgenommen, so eine kurze. Die schaut richtig süß aus, mit so, ja, so, wie so Tischdeckenmuster. Aber das ist halt so süßes, orangenes, kariertes, ganz, ganz herzig. Die Lisa hat sich diese coole Hose mitgenommen. Die schaut richtig bequem aus, hat so einen richtig coolen Stoff und die ist so, das ist so eine richtig schöne Farbe. Die Luisa hat sich einen richtig schönen Bikini ausgesucht, schaut mal. Ein Einhorn. Ja, ein Einhorn ist da drauf. Und ich liebe Einhorn. Ich liebe auch Einhorn. Hast du richtig toll ausgesucht. Einige Bikinis haben wir noch vom letzten Jahr, aber einige mussten mit. Und ja, die Luisa hat sich dann noch so ein schönes T-Shirt ausgesucht. Auf jeden Fall dieses Shirt 5 bis 6 Jahre für die Luisa. Gibst du mir das nächste Teil? Für den Philipp haben wir so ein richtig cooles Set mitgenommen. 18 bis 24 Monate. Für den heutigen Geburtstag von seinem Freund, von deinem besten Freund, der heute 1 wird. Übrigens ist der Philipp heute 1,5 geworden. Also die zwei sind genau auf den Tag, genau ein halbes Jahr auseinander. Voll krass. 16. Juli und 16. Januar. Also richtig krass. Auf jeden Fall, ja, das Set habe ich für Philipp mitgenommen. Schaut richtig süß aus und das musste mit, weil es so süß ist. 12 Euro habe ich dafür gezahlt. Wie kommt das? Weiß nicht, wenn man gleich. Ich glaube, dir. Die Lara und die Luisa haben sich gleich auch süße Outfits für den Geburtstag mitgenommen. Das hat sich die Lara mitgenommen und das von der Luisa schaut identisch aus. Also, die haben sich genau dasselbe mitgenommen. Dann hat sich die Michelle Badeschlappen mitgenommen für den Urlaub. Ja. Ich glaube, diese Hose hat sich der Papa mitgenommen. So eine kurze, gemütliche Jogginghose für die Autofahrt. Das finde ich immer so gemütlich, wenn man was, also ich finde es immer so, wenn man so lange fährt, dass man auch was Gemütliches anhat. Dann habe ich mir Schuhe mitgenommen. Also so Schlappen. Das hatte ich gesucht. Das habe ich gestern gemeint. Schlappen. Ich weiß nicht, wie heißen die Schlappen, oder? Ja. Auf jeden Fall sowas habe ich gesucht. Nein, das ist nicht für den Strand. Das ist so für, ja, heute werde ich die wahrscheinlich auch anziehen. Also so gemütlicher im Sommer ziehe ich sowas gerne an. Die sehen richtig süß aus. Und ich habe mir letztes Jahr welche von CK gekauft, also von Calvin Klein. Haben 90 Euro gekostet und ich schwöre euch, die haben nicht lange gehalten. Die schauen so zerfetzt aus. Wobei, ich weiß nicht warum. Ich kann es euch nicht sagen. Die schauen wirklich nicht so gut von der Qualität her. Und ich meine, wenn die nur ein Jahr zahlen, kann ich auch 10 Euro mal dafür zahlen. Im Sommer ist doch auch egal. Ja, natürlich ist das schon eine coole Marke zu haben und so, aber manchmal reichen auch solche, ne? Und für mich habe ich auch für den
für den Strand diese mitgenommen. Und die schauen richtig cool aus. Also mir gefällt das. Schaut ein bisschen so wie so Birkenstock. One moment, please. Die Kinder gucken mich an. Schaut euch mal an, wie die angezogen ausschauen. Richtig cool, oder? Ja, ziemlich cool. Ziemlich cool. Wenn ich schon dabei bin, kann ich euch auch zeigen, wie diese Schuhe ausschauen. Moment. Schaut cool aus, oder? Da sieht man das Ding mit dem Kidney. Ja, und wie findet ihr meine Nagellackfarbe? Nice, oder? So. Und die Kappe. Ja, die Kappe. Papa, der hat sich der Papa mitgenommen. Komisch, das ist so groß. Ich habe einen probiert. Der ist so groß. Cool. Das habe ich für den Philipp mitgenommen. Das sieht so süß aus. Das ist mal richtig cool. Und das sind meine, Mama. Richtig cool. Sind da noch Sachen drin? Ja. Ja, dann. Das ist meine. Das ist dein, genau. Dann Luisas Kleid. Ich habe euch ja gesagt, dass es genau identisch ist wie das von der Lara. Dann noch eine kurze Hose für den Philipp. So eine Jeans. Eine kurze Jeanshose mit Gummizug. Bin ich am besten für Kinder. Fertig? Nein, wir haben noch eine Tüte, oder? Ja. Eine Tüte. Dann für die Luisa noch so eine kurze Hose. Wie so eine ganz kleine, weil ja, die Luisa halt so eine kleine, schmale Taille hat. Dann Schuhe hat sich die Maus auch mitgenommen. Das gefällt mir, da kann ich doch mit dem Kindergarten gehen. Ja, oder so. Schaut mal, bitte, wie süß sind. Die sind so weiß und die haben hier so einen Puschelklettverschluss. Da, das ist so kuschelig und da ist ein Regenbogen. Ja, der war richtig nice zum Anziehen für kleine Kinder und mit Regenbogen und da ist so puschelig, richtig süß. Die Lara hat sich dann noch so eine coole Weste mitgenommen. Weil Laras Kibini. Kibini. So schaut die Weste aus, die hat hier so Rüschen. Und ja, sie liebt halt so Westen, wenn ihr mal kühl ist und so, dass sie irgendwas zu drüber anziehen hat. Lara Skibini, die Hose Erdbärchen und den Oberteil auch Erdbärchen. Und die Lara hat sich noch ein Skibini mitgenommen. Richtig süß, auch so mit bunten Batik. Die Luisa hat noch welche, deswegen hat sie, sie hat noch vom letzten Jahr, die ihr toll gut passen. Deswegen hat die Luisa nur einen jetzt bekommen. Für den Philipp habe ich dann noch so ein Set mitgenommen aus T-Shirt und kurzer Hose. 18 bis 24 Monate. Schaut jetzt hier richtig groß aus, finde ich. Auch wenn man es ans Kind dran anhält, dann ist es von links nach, also es ist genau passend. Dann habe ich noch dieses Outfit hier gefunden, das fand ich auch sehr süß, also auch wieder T-Shirt, hier so Summer Vibes, richtig cool. Weißes T-Shirt und so eine Hose mit so einem Print, mit so, ja, Ball, das gleiche, was eigentlich da vorne drauf ist. Ja, und dann habe ich für den Philipp für den Strand so ein Überwurf, das ist so ein Handtuch, dass man dem Baby drüber oder dem Kleinkind drüber anziehen kann. Und dann braucht man es jetzt nicht mit Handtuch oder so einwickeln, weil man, wisst ihr, was ich meine, oder? Das ist ein, was heißt denn das? Ich glaube, das heißt der Tunika, oder? Keine Ahnung, irgendwie so. Ja, auf jeden Fall fand ich das richtig, richtig süß mit Schorsch und Sausia und so, also und Pepper. Fertig? Ja. Fertig, ja, für diese ganzen Einkäufe inklusive Schlappen und Schuhe und so. Jetzt haben wir alles. Schaut so aus, haben wir 180 Euro ausgegeben, fand ich eigentlich richtig gut. Jetzt haben wir alles. Die einzigen, die noch ein paar Sachen brauchen, sind ich und der Papa. Wir haben nicht keine, also da T-Shirts, kurze Hosen und so, so für Unterwachsene haben wir jetzt nicht so wirklich geguckt. Und die Michelle hat eigentlich schon viele Klamotten. Ja, meine Lieben, ich glaube, ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss, tschüss. Ja, tschüss. Thank you.